Und damit willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve. Diesmal aber nicht, auch wenn es im Hintergrund so steht, Shipwrecked. Nein, ich will mal Reign of Giants spielen, weil ich mag Reign of Giants. Und da bin ich vielleicht ein bisschen besser als in Shipwrecked. Wir haben das letzte Mal Wendy und WX78 freigespielt. Aber ich spiele mit Wolfgang. Der wird sehr stark, wenn er sich Fett fressen kann. Und das ist gut. Starten wir doch mal, gucken wir mal. Die Welt ist eigentlich auf Default gesetzt, alles. Toll, toll. Wie viel Shit es auch gibt, ey. Bosse Default, alles da. Und die Bosse müsste ich diesmal auch bekämpfen können. Would you like to make this world come bille, bille, bille mit Shipwreck? Nein. Nein, danke. Ausnahmsweise nicht. Mein Ziel ist es, alleine mindestens ein Jahr zu überleben. Also ein... die vier Seasons einmal zu schaffen, jedes. Mindestens. Und dann können wir immer noch gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, das schaffe ich. Oh, hell. Say, Paul, you don't look so good. You'd better find something to eat before night comes. Das ist wahr. Oh. Ich starte mit 200 Magen, das ist ganz okay. Und wir sehen oben ein Waldgebiet und hier natürlich. Krass, krass. Ich will nicht sterben. Oh, und ich wollte die. Doch, die Maus nehme ich auf. Okay. Boniax? Ist schon richtig, Wolfgang. Das machst du gut. Ja, ich wollte den Mauszeiger aufnehmen, dass man auch weiß, wo ich mit der Maus hinzeige und so. Zum Beispiel, da ist ein Vogel. Und da ist auch ein Vogel, da ist ein Hase. Konnte ich vorher nicht machen. Nicht so genau. Am bestenfalls wollen wir jetzt ein bisschen was von der Map aufdecken. Schon mal eine Fackel haben für die Nacht. Habe ich sogar. Könnte ich sogar zwei machen. Und ein bisschen Holz hat Wolfgang auch gern. Weil Wolfgang hat ein Problem mit der Dunkelheit. Der mag das nicht. Und da ich seine Sanity nicht am Feuer restoren kann, kann ich dich killen. Ja, nice. Essen. Oh. Oh, das könnte gut sein. Wenn das Schwein jetzt verprügelt wird. Ah, da kommt noch eins, das ist schlecht. Nice! Erstmal Fleisch. Fleisch ist gut, weil Fleisch heißt Essen. Das ist gut, oder? Ja, komm her. Die andere Spinne wird gerade noch verprügelt. Lol, was ist das? Ist das... Braucht man das, um Weber frei zu spielen? Das kann sein, aber ich habe keine Ahnung. Du hast jetzt nicht so viel Schaden gekriegt, ich lasse dich mal in Ruhe. Gold! Scheiße. Ich muss dich liegen lassen. Grüne Pilze sind so toll. Die könnten mir helfen. Und das sind mehrere. Ich muss jetzt nur diese Spinnen geschickt umspielen. Die sehen mich nicht kommen. Mongos. Und die erste Nacht. Nein, 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 nein. Na, Spinnenweben will ich eigentlich nicht. Wobei, wenn ich 6 Stück zusammenkriege, allerdings. Ich werde mich nicht ohne Rüstung gegen den Masse an. Allerdings gegen eine? Monsterfleisch brauche ich jetzt echt nicht. Damit könnte ich ein Schwein füttern. Aber die sind gerade noch mal Pause. Oh! Eine Spinne? Nein. Nein, kein Monsterfleisch mehr. Das ist das, was ich am wenigsten brauche. Oh, hier ist ein Wurmloch. Wurmloch könnte gut sein. Zwei davon noch wären cool. Zwei Spinnen mache ich doch. Du bist tot. Mehr Heilung und mehr Fleisch. Zwei Silk könnte ich mir... Oder brauche ich dazu eine Science Machine für? Hört nicht auf das, was Terminus sagt. Er hat keine Ahnung. Oh. Ach, jetzt wird es gerade dunkel. Das ist natürlich doof. Kill it. Kill it. Ach, shit. Dann kann ich jetzt nichts anfangen.
Mann! Scheißding! Lass mich hinterher. Das läuft mir hinterher! Das ist ja awesome. Oh Gott. Egal, ihr denkt euch jetzt bestimmt, was macht der Mongo hier mitten in der Nacht ohne Feuer? Oh! Und ich habe Hunger. Jetzt bin ich gar nicht mehr so stark. Ich will erstmal erkunden, bevor ich mir irgendwo ein Feuer hinmache und Zeit verschwende. Das ist nämlich ziemlich dämlich. Und solange halt in Bewegung sein ist gut. Am Tag kann ich das Ding hier wieder killen. Die Alraune, die mir hinterher läuft. Das ist doch der deutsche Begriff. Ich höre Spinnen, das ist schlecht. Oh! Hier sind Beefalos. Das ist gut. Ich kann nichts mehr tragen. Das ist uncool. Na dann. Nein, ist. Und wieder größer werden. Essen. Pupu ist gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Meine Fackel ist im Arsch. Und hier ist. Oh, geil, jetzt sind hier Spinnen. Nein, lass meine Alraune. So, los geht's. Nein! Ups. Na, kann passieren. So, hier komme ich her. Ich bin hier einmal um den Wald gegangen. Da sind Biefe los. Das ist gut. Ich glaube, das Pupu kann ich noch gar nicht so wirklich gebrauchen. Das ist ein Schwein, aber ohne Waffe oder so. Wurmloch Nummer 2. Ich hoffe, die sind nicht verbunden. Das wäre super dämlich. Oh, nein, nicht wegfliegen. Nicht. Nein, 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 nein. Ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Magen. In meinem Magen. Nice. Die sind gut. Die sind gut, gut. Flint, die ich nicht mitnehmen kann. Scheiße. Lass mal ganz kurz überlegen. Stirb. Ich glaube, ich esse meine 5 Beeren. Nee, ja, nee. Ich esse die Karotten. So. Und dann nehme ich die Flints mit, weil die sind ja wichtig. Blöderweise. Das Monsterfleisch könnte ich echt ablegen. Das ist doof. Leg das mal hin und iss das. Dann kannst du das hier aufheben. Und mit noch einem Steinchen. Nämlich dem hier machen wir uns dann einfach flott eine Science Machine. Die stellen wir einfach irgendwo hin. Weil später können wir sogar die bessere Maschine bauen. Dann machen wir uns ein Backpack und schon sind ein paar unserer Probleme gelöst. Die. Ich habe keinen Platz für scheiße Probleme, zumindest. Hier Grundstoffe da rein tun. Ich habe keine Spitzhacke mehr, Mama. Zack, zack, zack. Da muss ich kurz gucken, für eine Alchemie-Engine brauche ich die Cutstone, die kann ich gerade mitnehmen. Ich brauche mehr Cutstone. Und noch... Reicht das an Gold? Ich weiß es nicht, lass mal überlegen. Nein, ich brauche nochmal 2 Gold, Minimum. Gut, hole ich mir. Komm bitte, bitte drop 2, bitte. Du Arschloch. Hast du gar nicht nötig, wie es aussieht. Oh. Jetzt habe ich mich Mighty gemacht. Dann kann ich gerade Mighty bleiben. Wenn ich Mighty bin, habe ich wesentlich mehr Schaden-Output. Das ist gut. Aber mein Hunger geht 3-mal so schnell runter. Das ist schlecht. Also es hat Vor- und Nachteile. Und ich glaube, ich laufe jetzt schon mal weiter, weil lang genug an dem Feuer. Gerade wenn ich jetzt Mighty bin, bin ich auch schneller, glaube ich sogar. Und das sollte man ausnutzen, wenn man erkunden will. Goldsteine, kommt zu mir. Und Flints, die brauche ich gerade auch. Habt ihr recht. Da habt ihr recht. Genug Holz für nächstes Feuer habe ich. Aber ich brauche Gold. Einen einzigen... Ich brauche auf jeden Fall mehr Gold, aber ein einziger wäre jetzt noch wunderschön. Komm. Eis. Oh, wir sind im Steingebiet. Ja, gut. Okay.
Da werde ich den Rest der Folge wahrscheinlich verbringen. Ich sammle hier jetzt ewig viel Gold. Beziehungsweise. Wo habe ich meine Science Machine? Da unten. Ich sammle jetzt Gold, kann dann da wieder runterhüpfen. Und dann. Oh, jetzt kriege ich sogar Schaden, wenn ich Mighty bin. Ja, Wolfgang, du bist schon eine komische Kreatur. Ich will jetzt auf jeden Fall Steine kloppen. Dann geht es mir auch gut soweit. Nein, Eis klopp ich noch nicht. Das bringt mir noch nichts. Das bringt mir noch gar nichts. Wir können uns von dem ernähren, was die Vögel hier droppen. Aber erst, wenn ich nicht mehr Mighty bin. Weil dreifach Hunger. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich ein bisschen mehr Gold gefarmt habe. Weil das ist nicht so interessant. Oder wenn irgendwas Schreckliches passiert, das immer hinter uns darf. Schreckliche Dinge passieren. Hey, ich brauche mehr Gold. Hier ist einfach kein. Das ist einfach echt zu Ende. Was ist das eigentlich? Wingsing. Brauche ich nicht. Hoffe ich. Weiß ich auch nicht, was das ist. Mein Inventarplatz ist begrenzt. Oh nein, ich bin nicht mehr Mighty. Ja, ich habe 200 Leben von 200. Aber wenn ich Mighty bin, da habe ich 300. Da habe ich einen Buff. Das wusste ich nicht. Man lernt nie aus. Und ich habe jetzt auch gar nicht so viel Gold, wie ich wollte. Aber ich sollte kurz zurück traveln zu meiner Science Machine. Und die nächste schon mal vorbereiten. Dann brauche ich noch einen davon. Und davon brauche ich welche. Ich weiß noch nicht, wie viele. Lass mal. Vier, einer geht noch. Und ich könnte mir einen Speer machen, wenn ich schon dabei bin. Da brauche ich einen Rope. So, dann kann ich meine Waffe bauen. Die kommt dann hier hin. Das Pup meinetwegen hier. Dann brauche ich zwei davon. Und dann kann ich den hier bauen und nicht hinsetzen. Dann geht es mir super. Dann brauche ich mir noch einen Notfallfall. Oh. Oh! Das sind Sachen, die nicht gut sind, wenn meine Fackeln fehlen. Das allerdings ist gut. Das ist ein Höhleneingang. Den mache ich mal noch nicht auf, aber das kann man sich merken. Das ist sehr praktisch. Das finde ich sehr gut. Yay, ziemlich ereignislose Nacht. Aber gleich am Morgen Gold. Damit komme ich klar. Damit. Mach's kaputt, Wolfgang, und zwei Gold raus. Nice. Das läppert sich schon. In 5 Minuten nehme ich für die Folge noch auf, weil ich nehme immer gerne eine halbe Stunde auf bei Don't Starve. Das hat sich so eingegliedert, das ist ganz praktisch. Trotzdem habe ich einen akuten Grasmangel. Ich glaube, in dem Herbstwald, den wir da auch unter uns sehen, also Herbstwald ist dämlich gesagt. Ich glaube, bei mir funktionieren ein, zwei Mods nicht. Da muss ich nochmal nachgucken. Okay. Ist ja egal für die erste Folge. Vielleicht habe ich den auch gar nicht einfach. Hahaha. Aber ich hätte jetzt gerne noch irgendwas Cooles gefunden. Wie komme ich denn zum Beispiel da runter? Wahrscheinlich da entlang. Wir haben ein kleines Steingebiet, einen Höhleneingang. Wir haben mehrere Wurmlöcher. Eins. Zwei. Oben ist ein drittes. Wobei die nicht ganz so interessant aussehen, wie ich das gerne hätte. Unsere Sanity geht's eigentlich noch gut, was heißt, die Pilze muss ich noch gar nicht braten. Nur Hunger haben wir langsam und was heißt, wahrscheinlich werde ich heute Nacht das gute Fleisch braten. Obwohl ich das im Grunde nicht will, weil das ist viel besser verarbeitet in Rezepten, anstatt das einfach zu essen. Wir sind bei Tag 4 und haben theoretisch schon die Maschine, aber ich will auch einen Platz finden, wo ich dann gut leben kann. Und vielleicht habe ich das gerade, wenn ich Glück habe. Naja. Nimm mal den Stock. Oh, Glamour-Statue. Kostet jetzt was aus für mich? Oder verfolgst du mich nur? Du kostet etwas aus. Danke. Hier sind mehrere Schweinchen. Und das sieht fast so aus, als hätte ihr was aufgebaut. Blümchen. Oh, die Panflöte. Meins. Und was tue ich dafür weg?
16 Steine, Fragezeichen. Ich esse die Karotte. Hierher damit. Aber mit etwas Glück. Ja, Schweinekönig. Das ist sehr, sehr gut. Tatsächlich. Vielleicht will ich hier leben. Vielleicht ist das schon ein geiler Ort. Die pflanzen jetzt zwar Bäume an, was im Grunde super dämlich ist, das kann ich auch. Ich hätte lieber was Besseres. Oh, und ein Höhleneingang. Hier könnte es ziemlich cool sein. Hier könnte es cool sein. Wenn jetzt noch ein Wurmloch in der Nähe ist, dann lasse ich mich da auf jeden Fall drauf ein. Erstmal jetzt erkunden. Du in meinen Magen. Yay, Wolfgang is better. Ja. Oh ja. Das ist sehr gut. Das ist angenehm. Damit kann ich leben. Und das ist gut. Gib mir mehr Gold und Stuff. So. Und da oben ist noch ein Pilz. Und ich habe jetzt 4 Tage aufgenommen. Ich glaube, das ist genug für die Folge. Ich werde noch warten bis zur Nacht, ein bisschen was kochen. Das ist dann die Folge gewesen. Geil, so viele Pilze dafür. Ich brauche gar nicht die Sanity. Ja, du kriegst gleich was. Junge, immer nur am Beschweren. Immer nur am Beschweren, das kommt man nicht. Egal. Platzieren wir das mal. Wir müssen aufpassen, dass es nicht ausgeht. Ich muss bald neues Holz besorgen. Dann kochen wir mal alles, was wir so gebrauchen können. Vielleicht benutze ich das Monsterfleisch, um es den Schweinen zu geben, dass die meine Freunde sind. Das werden wir aber wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Ist mal das hier. Wolfgang ist better. Sanity kann ich wieder hochprügeln. Sonst einfach noch Beeren futtern. Weil die werden mir zu schnell schlecht, die will ich nicht verschwenden. Jetzt werde ich nass, das ist schlecht, aber trotzdem, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal mit unserem guten Wolfgang, der hoffentlich bald ein paar Kills kriegt. Ich will Sachen töten. Das kann Wolfgang am besten. Terminus raus und Schutzring hat aufgehört. Nice.